Ja, sie sind gekommen. Meine drei Stifte, Glimmersticks von Arung. Ich freue mich ganz doll. Ja, die werde ich gleich mal auspacken. Das ist einmal Black Eyes, schwarze Augen. Tada! Black Eyes lässt sich immer schön rausdrehen, braucht man nicht anspitzen. Und ich zeige mal auf meiner etwas älteren Haut den Schimmer. So sieht Black Eyes aus. Sehr schön. Also schwarz mit Glitzer. Ich weiß, man sieht das immer nicht so richtig in der Kamera, aber vertraut mir. Dann habe ich den, ich schon mal vorgestellt habe. Emerald Glow ist so ein Grün. Auf der Hand sieht man das besser. Das ist so grün. Auch mit Glitzer, aber man sieht das irgendwie nicht so richtig in der Kamera. Mensch. Also diese Stifte von Avon habe ich ja schon mehrmals gesagt. Die sind toll, die kosten so um die 2, 3 Euro, manchmal auch 4, muss man so ein bisschen im Angebot kaufen. Die halten den ganzen Tag und die sind toll. Und hier ist nochmal Alluring, grün mit Glitzer. Nochmal so ein etwas dunklerer Grünton, auch mit Glitzer. Also die sind einfach nur toll, diese Stifte. Habe ich mir gegönnt. So, heute ist Samstag, ne? Da hat man ja immer was vor, da will man ja tanzen gehen oder was trinken gehen. Und draußen ist ganz doll warm heute. Und ich weiß gar nicht, womit ich mich schminken soll, weil eigentlich will man so gar keine Schminke. Aber so ganz ohne will ich auch nicht rausgehen. Und für abends will man ja sich dann noch mal so ein bisschen auftuscheln. Also Zauberpuder bei warmem Wetter sehr zu empfehlen, deckt ein bisschen ab. Gesicht habe ich gereinigt, Kaffee habe ich getrunken und Gesicht ist auch eingecremt. Und jetzt mache ich mir einfach nur dieses Puder hier rüber. Zack, zack. Ja, ich weiß, Puder muss man eigentlich tupfen, aber das kann man auch gut reiben. Dieses tolle Puder. So, ein bisschen abgedeckt. Oh, ich habe die Augen vergessen, habe zu wenig hier drauf gemacht. Ich mache das wie immer hier rauf und dann mache ich das auf die Augen ganz viel, dong dong, so, damit der Glimmerstick auch schön hält. Ich weiß, man sieht immer ein bisschen bescheuert aus, aber so ist das nun mal. So sehen wir ja nun mal alle aus. Naja, nicht alle. Sehen ja nicht alle gleich aus. Das ist ja nur Quatsch, ne? Ich bin ja ganz besonders schön, das weiß ich. So, dann nehmen wir. Sie sucht den hier, den Applikator. Ich mache heute mal so ein richtig schönes, krasses Abend. Ja, ich weiß, ich muss Lidschattengrundierung bestellen. Deswegen mache ich es ohne. Ohne. Und jetzt habe ich in der Eile auch vergessen zu zeigen, dass ich wieder die Dreierpalette nehme von Make-up Coach. Ah, es juckt gerade. So. Ich mache mal heute so einen Abendlook. Etwas kräftiger geschminkt. Ich bin ja nicht so eine natürliche. Ich bin ja mehr so eine stark geschminkte, würde ich mal sagen. Und heute möchte ich auch wieder meine Lieblingspinsel benutzen. Dummdi-dumm, wo seid ihr denn, ihr Pinsel? Ich habe so viele Pinsel versteckt. Na gut, die Katzenzunge finde ich jetzt nicht. Das ist der Puschel von Make-up Coach. Damit werde ich nachher schön verpuscheln. Und dann wollte ich ja auch noch mal sagen, was man eigentlich ganz Wichtiges braucht. Also auf jeden Fall braucht man das hier für hell. Dann muss ich jetzt, schade, ich hätte gerne noch mal die Katzenzunge genommen.
Oder, wie heißt die denn nochmal jetzt? Pinsel-Lidfalte vom Make-up-Coach. Aber jetzt muss ich wieder den nehmen. Ich bin ja auch geübt, ich nehme die ja auch gerne. So, ich gehe in das Menschenschattenbraun rein. Das ist die Mitte. Und so fange ich ja eigentlich fast immer an, ob ich nun mich wenig schminke oder ob ich mich viel schminke. So fange ich fast immer an. Ich muss mal hier in den Spiegel gucken. Das ist ja jetzt auch schon, habe ich ja schon so oft gezeigt. Immer das Gleiche. So. Einfach so. Na, so könnte man jetzt zur Arbeit gehen. Aber wir wollen ja jetzt Samstagabend ein bisschen glitzern und ein bisschen hübscher aussehen. Und wenn die Augenbrauen mal nicht so sitzen, dann habe ich hier immer so eine kleine Schere. Die habe ich mir auch bei Avon bestellt. Da ist eigentlich noch so ein Kämmchen dran, aber das habe ich abgemacht. Das hat mich genervt. Dann kann man die Augenbrauen noch mal so ein bisschen in Form schnippeln. So, dann kann man die so nach oben und dann sind die ganz lang und dann kann man die so einmal so ein bisschen begradigen. Das sieht einfach ein bisschen besser aus. Ist ja echt modern, jetzt immer auf die Augenbrauen zu achten. Eine Zeit lang habe ich das gar nicht so gemacht, aber geschnitten habe ich die schon immer. So, oh, es ist echt warm. Ich muss die Tür aufmachen. Ich habe nur Angst, dass die Kinder kommen und dann Mama. So, ich habe denen zwar gesagt, dass ich was drehe, aber wir wissen ja, ne, die können ja nicht hören, die Viecher. So, jetzt gehe ich noch mal in dieses Anthrazitfarbene, in dieses schön dunkle und mach noch mal hier rüber. So. Weil ich ja jetzt richtig, ich möchte ja jetzt heute mal so ein krasses Make-up zeigen oder so ein krasses, krasses Augen-Make-up. Weil hier ist ja, ne, Make-up normalerweise, Make-up drauf, Puder drauf. Je nachdem, jeder ist anders, was er so macht. So, dong dong. Jetzt nehme ich sag noch mal von dieser wunderschönen Palette den Namen. Tranquility. Ich wollte ja eigentlich Englisch üben, hier habe ich noch keine Zeit gehabt. Deswegen halte ich das lieber in die Kamera, da könnt ihr selber lesen, wie man das aussprechen könnte. Ich überlege gerade, wie ich das hier will ich haben, ne? Das finde ich so toll. Einfach mit dem Finger und dann mache ich das hier so hin. Kann man das sehen? Hier mache ich das hin. So. Das sieht krass aus, ne? Im ersten Moment so. Aber das wird ja alles noch verblendet. So, dann nehme ich noch mal Schwarz. Das ist auch Avon, so eine Zweierpalette. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Die habe ich schon etwas länger. Black Star heißt die. Das ist da wegen dem Weißen. Das ist hier, ja, das ist jetzt Schimmer oder Glitzer. Beides. Beides. Sieht auch gut aus. Ne? Schimmer und Glitzer. Mache ich jetzt aber nicht rauf. Ach, ich muss meine Nase jucken. Ich kriege nur eins drauf heute. Hoffentlich nicht beim Einkaufen bei Aldi. Ist mein Zucker, nee, deiner. Gib den Zucker her. So, jetzt habe ich da Schwarz drauf. Und jetzt, uff, hier passt. Da, wo die Wimpern aufhören, da halte ich hier unten fest, die alten Augen. Und dann gehe ich nach oben. So, ich muss ein bisschen in den Spiegel gucken. Oh, ich habe ja überall Farbe. Das kommt, wenn man ein bisschen rumschmiert. So, also nochmal Schwarz. Nicht so viel Produkt nehmen und dann hier. So sieht das denn aus. Immer schwierig selber zu gucken. Hier habe ich auch noch ein bisschen. Heute schmiert sie. So, ist wieder weg. Weggepustet. Also nochmal schwarz und hier rein. Und festhalten und dann so nach oben in die Falte. Dann sieht es so richtig bunt aus.
So, nun haben wir alle Farben drauf. Kreuz und quer, sieht alles ein bisschen bunt aus, aber das ist auch gut so. So soll das hier auch sein. Ich nehme nochmal Schwarz und mache das da nochmal. Nochmal. Also das könnt ihr auch so oft machen, wie ihr wollt. Und wenn das ein bisschen auf dem Backe landet, habt ihr so einen puscheligen Pinsel, egal von wo. Und wenn ihr keinen habt, dann müsst ihr euch den kaufen. Natürlich immer bei Avon. Gibt es bei Rossmann, gibt es überall. Ja, also nochmal. So sieht das jetzt aus, ganz bunt. Und dann nehme ich meinen geliebten Puschelchen. Und jetzt gerade los. Jetzt muss ich sehen, wenn ich das verpuschel, dass ich mir das hier nicht nach unten haue, weil ein trauriger Blick, sondern ich muss sehen, dass ich das gut verteile und man kann das auch ruhig so ein bisschen tupfeln. Ich will einfach, dass es so ein bisschen ineinander übergeht und nicht so eine harte Kante hat. Aber es soll bleiben, weil ich brauche das ja. Ich will ja tanzen gehen oder was trinken gehen. Dann immer auch gucken, dass es da gut verteilt ist. Ich muss mal ein bisschen in den Spiegel gucken. Nicht, dass ich hier Quatsch mache. So, wenn euch das jetzt noch zu wenig Farbe ist, ihr könnt jederzeit nochmal hier rein. Man könnte auch einen feineren Pinsel nehmen, wenn ihr genug Pinsel habt. Da nochmal rein in die Farbe. Und dann könnt ihr, wenn ihr das mögt, also ich finde das immer ganz hübsch, wenn man ein bisschen Schwarz hat, ein bisschen Türkis. Natürlich könnt ihr das auch, finde ich, meine persönliche Meinung, ein bisschen auf der Kleidung anpassen. Also wenn ihr jetzt was Weinrotes anhabt, könnt ihr auch Weinrot machen. Ich finde immer so, also ich mache da immer so, was ich will. Ich richte mich da nicht nach irgendwas. Ich bin der Meinung, dass ich ganz gut abschätzen kann, welche Farben mir stehen und was gut zu mir passt. Und da muss man dann halt auch sonst mal andere fragen, Freunde oder so. Findest du das gut, findest du das schlecht? Wir müssen doch ehrliche Freunde sein, ne? So, ich mache nochmal so ein bisschen Puschel. Nee, mir würde das jetzt schon reichen. So, was finde ich, was fehlt jetzt noch? Jetzt können wir einmal den glitzigen nehmen. Wieder mit einem sauberen Finger da rein und einfach nur die Mitte nochmal etwas betonen. So, ne? Gar nicht so verwischen oder so, einfach so rauftupfeln. Das soll ruhig dick und fett da drauf sein. So, so sieht das denn aus. So, und jetzt muss ich mich entscheiden zwischen den drei tollen Stiften und ich nehme mal Black Ice für den Lidstrich. Das Tolle, wie gesagt, ich sag's nochmal, man kann die rausdrehen, man muss die nicht anspitzen. Das finde ich toll. Und die halten ganz gut lange. Also kommt natürlich drauf an, wie oft man den jetzt benutzt, ne? So, und jetzt habe ich so einen schwarzen Lidstrich mit Glitzer. Ob man das sieht, da bin ich gespannt. Ich glaube nicht. Schade. Schade, dass man das nicht so richtig zeigen kann. Na gut, ihr habt es ja auf der Hand gesehen, so sieht es am Auge dann auch aus. Eigentlich noch schöner am Auge. Ich fand jetzt hier so auf der Hand hat man das jetzt, na doch. Sieht einfach toll aus. So ein schönes Abend-Make-up. Augen-Make-up. Wenn denn abends so Kerzen an sind oder so ein bisschen dunkel, dann sieht das so richtig schön aus, finde ich. Ganz schön krass, ne? Ah, ich sehe gerade. Das ist so typisch Dani. Ich habe immer ein, habe ich schon mal gesagt, ne? Ein Auge gut, ein Auge schlecht. Eins ist 28 und das andere 65. Und deswegen muss ich immer gucken. Ihr seht meistens schneller den Fehler. Oh, heute ist es aber auch, ey, Mann, hau ab da. Ich muss mir manchmal diese Falten hier richtig hinlegen, damit die verschwinden, muss ich die da drin. Ach, ich brauche bald eine OP.
So, okay, ist egal. Wollen wir jetzt hier nicht so ein Fetz machen? Noch mal ein bisschen hier oben verstreichen, dass man da nicht so einen krassen Absatz hat. Und ich finde, man kann den Abschluss ein bisschen hell machen, aber matt. Muss aber nicht sein, könnt ihr auch weglassen. Ich mache das eigentlich so gar nicht, wollte das nur mal zeigen. Ne? So, naja, sieht ganz gut aus, ne? Kann man machen. Kann man natürlich auch gerne mit Glitzy machen. Nicht schlimmer. Naja, das ist ja nur mein Geschmack. Ich bin ja hier nicht die Schminkgöttin, die alles weiß. Ich habe mir ja selber nur alles abgeguckt. Habe halt nur ein bisschen Erfahrung, weil ich schon mich etwas länger schminke. Das ist alles. Und habe schon viel ausprobiert. Und ihr seht ja, bis das so richtig fertig ist und man losgehen kann, dauert das ein bisschen. Ne? Das dauert ein bisschen länger, wenn ich das so richtig hundertprozentig haben will. Dann muss ich immer wieder, dann gehe ich auch nochmal in Schwarz und nochmal rein. Und es kann gar nicht genug sein. So viel Farbe ich brauche. So, und für unten kann man den Schwarzen nehmen. Man könnte Grün nehmen. Welchen hatte ich denn jetzt noch nicht gezeigt? Den Alluring kennt ihr ja. Dann nehme ich einfach mal den anderen. Emerald Glow. Mal zeigen. Mein Englisch ist ja nicht so. Mit Englisch habe ich das ja nicht so. Kann man das lesen? Emerald Glow? Naja, ihr könnt mich auch gerne ansprechen. So, und jetzt nicht da oben anfangen, sondern hier. Hier so anfangen, kann es ein bisschen freilassen. Oh, das ist ja schwierig, wenn ich nur in die Kamera gucke. Oh, meine Augen. Bin auch nicht mehr so gut mit gucken, braucht bald eine Brille. Noch geht's. Also ist auch ziemlich dunkel, es glitzert grünlich, was dazu total gut passt. Muss nicht immer nur schwarz sein, man kann auch gerne mal eine andere Farbe nehmen. Früher habe ich zum Beispiel nur schwarz genommen. Ich würde niemals eine andere Farbe nehmen. Ich wäre gestorben mit einer anderen Farbe, ich wäre nicht rausgegangen. So doof war ich früher. So, aber heutzutage, je älter ich werde, umso bunter und umso mutiger werde ich eigentlich auch. So, das sieht doch richtig gut aus, ne? Das passt irgendwie, ne? Sieht man so ein bisschen Glitzer? Nee, ne? Wenn das so ein bisschen ungleichmäßig ist, wisst ihr ja, das ist nicht schlimm. Das kann man auch mit einem Q-Tip nochmal machen. So. So kann man los. Warum ich keinen weißen Kajal auf die Augen mache, kann ich auch gerne nochmal ansprechen. Ich mag das einfach nicht. Und ich habe auch, also ich weiß nicht so genau, wie gesagt, das habe ich jetzt auch wieder von meiner Make-up-Mama, Make-up-Coach. Ich hoffe, sie ist nicht böse, wenn ich das so sage. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach nur, weil ich so unwahrscheinlich viel von ihr gelernt habe bei ihren Videos. Und also Make-up-Mama ist ganz, ganz liebevoll gemeint. Ich bin ein ganz großer Fan von ihr. Und sie hat auch mal gesagt, dass das eventuell nicht so gut sein könnte für die Augen, wenn man das macht, weil die Haut wohl so einen Schutzfilm drauf hat und könnte den Augen schaden auf Dauer. Mal ist das nicht schlimm, wenn ihr euch damit besser fühlt, macht das ruhig. Hat das früher auch immer gemacht, schwarz sogar, ne? Ich habe immer schwarz drauf gemacht. Oben schwarz, unten schwarz, da schwarz. Würde ich vielleicht auch mal wieder machen, wenn ich mal weggehe oder so, keine Ahnung. Aber heute mache ich das halt so. Und ja, also ich fand den Tipp eigentlich ganz gut und ich würde das jetzt so weitergeben, dass ich nicht so genau weiß, ob es dem Auge schadet oder nicht. Und ich finde, so reicht das aus. Das Auge ist geöffnet. Ich gebe ja Tipps für etwas ältere Frauen und so finde ich das ausreichend. Ich brauche jetzt nicht nochmal weiß. Ich finde, das ist schon krass geschminkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal so ein bisschen Rouge hier oben drauf machen. Sieht auch immer toll aus. Soll ich das jetzt zeigen? Weinrot ist auch total toll mit Weinrot. Aber das hatte ich halt schon mal, deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal zeigen.
Ne? Das war Terrakotta, Weinrot, können ja auch, hab keine Angst vor Farben, habe ich glaube ich schon mal gesagt. So, guck mal, ist doch nichts Schlimmes passiert, ne? Ist doch toll, ist doch voll interessant, voll die tollen Farben. Total interessant. Ist euch wahrscheinlich zu krass, ne? Eigentlich mache ich das ja immer so. Oh. Na gut. Nehme ich das wieder ein bisschen weg. So. Okay, so würde ich das lassen. Jetzt kommt die Wimperntusche und dann kommt das Rouge. Und wenn ihr abends weggeht, dann würde ich empfehlen, auch ruhig ein bisschen Contouring zu machen. Ich nehme jetzt wieder diese tolle, tolle, tolle Wimperntusche von Avon. Die ist ganz neu und die finde ich richtig toll. Die sieht aus wie eine Palme. Die ist echt. Die ist voll toll. Voll toll. Ja, das dauert ein kleines bisschen, aber wir haben ja Zeit. Wir wollen ja nur weg. Wir wollen ja nur weg. Ich meinte, das ist ja jetzt kein Arbeits-Make-up, sondern das ist jetzt so ein Ausgeh-Make-up. Damit es nicht langweilig wird. Mal was anderes heute. Ordentlich Schminke. Und hier unten. Ach, guck mal, das geht auch schnell, ne? Und was ich jetzt ganz toll finde bei dieser Wimperntusche. Wie gesagt, die kostet, glaube ich, im Moment 6,99 € in der neuen Broschüre. Was ich gut finde, ist, die Wimpern bleiben immer geschmeidig. Das sind nicht so eine Balken dann, sondern die sind total weich, die Wimpern. Das finde ich so enorm. Man kann die Wimpern gut trennen und wenn man das nicht so doll mag, dann lässt man das jetzt, dann würde man jetzt aufhören. Und wenn man so ist wie ich, dann macht man noch mehr rauf. Und ihr seht ja, war eigentlich jetzt nur einmal drin in der Flasche. Das ist echt total ergiebig. Hat man das gehört? Ergiebig, wollte ich sagen. So. Und dann halte ich auch immer noch so fest und drücke die Wimpern so richtig nach oben. So. So und so und so. Und dann drehe ich auch immer noch die Wimperntusche beim Hochgehen. Ich versuche so nah wie möglich an dem Auge ranzukommen. Deutsche Sprache. So. Ja, bei mir fällt ja immer was runter. Kennt man ja schon. Oh. Oh. Wenn jetzt ein bisschen was hier oben gelandet ist. Ach, guck mal, das hättet ihr gar nicht gesehen in der Kamera. Hier am Spiegel ist es sichtbar. Hab heute überall ein bisschen. Dann kann man das mit einem Q-Tip oder mit dem mache ich doch immer hell. Na, ich habe so einen Pinsel nur für hell. So, das Wichtigste haben wir ja vergessen fast. Bin noch nicht fertig. Ich muss mal meinen Dings suchen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Peekaboo. Jawohl. Einmal noch der Concealer. Der kommt nochmal in die Mitte. Und ein schöner Pinsel dafür. Und dann überlege ich immer, welche Farbe. Und wenn ich es nicht weiß, gehe ich überall rein. Das ist Mainstream von Make-up Coach. So. Das nimmt den Schatten, nicht die Falten. Aber es sieht optisch immer etwas frischer aus. Und dann, wenn ihr das so raufgepinselt habt, ich bin dann immer so eine Fingertante. Ich muss immer noch so ein bisschen mit dem Finger ruf. Dann habe ich ja hoffentlich noch ein bisschen Puder übrig behalten. Und dann nehme ich den Restpuder aus dem Ding, aus dem Deckel. Und dann mache ich das hier rauf. Das kann ruhig dick und fett sein. Das könnt ihr sogar drauf lassen. Das ist nicht schlimm. Das ist ja Transparentpuder. Was sich dem Hautton, finde ich, anpasst. So. Wunderbar. Und so sieht es dann aus. Und wenn das hier zu dick drauf ist oder euch gefällt das nicht, dann nehmt ihr einfach einen sauberen Q-Tip, feuchtet den ein bisschen an und dann tupft ihr da ganz vorsichtig, bis ihr das so habt, wie euch das gefällt. Man könnte jetzt auch nochmal, da
Das mache ich allerdings ganz, ganz, ganz selten und auch nicht so super, super gerne. Man kann noch mal ein richtig helles nehmen, ein ganz, ganz helles, so ein ganz bisschen. Und dann kann man hier auch noch mal so reinstupseln, ganz vorsichtig, nur hier. Ist krass, ne? Ich mag das nicht so gerne. Vielleicht, weil ich es auch nicht so gut kann. Kann auch sein. Ja, so ein bisschen verteilen, ne? Also ein Punkt drauf und dann so ganz vorsichtig, ganz mit einem ganz, ganz weichen Pinsel Staub. so ein bisschen verteilen. Gut, jetzt muss sie wieder überlegen, weil sie ist ja schon etwas älter. Jetzt machen wir mal Contouring noch mal schnell mit Menschenschattenbraun oder mit Glow oder was auch immer ihr habt. Ich habe jetzt dieses Menschenschattenbraun. Und da habe ich mir bei Avon mal vor kurzem so einen Fächerpinsel besorgt. Und jetzt stupsel ich da vorsichtig rein. So. Und dann denke ich wieder an die drei. Also hier oben mache ich es eigentlich nicht so gerne. Manchmal hier so ein bisschen. Aber hauptsächlich hier. Am besten, also man kann einen S-Level nehmen, sich den hier ranhalten vor oder vorstellen. Aber ich kann das so, ich mache mir hier so eine Linie so, oder ihr macht so. Und dann fangt ihr so am Haar, das ist der Haaransatz, ja ungefähr hier so an. So, nochmal ein bisschen Farbe. So, fang hier an und dann so zum Mund hin. So, guck mal, ist schon optisch eine Veränderung. Und dann nach oben hin so ausstreichen so ein bisschen. Und dann könnt ihr hier auch. Na, hier habe ich ja immer so ein bisschen Hängerchen. Was ja keiner sieht, weil ich das immer so stecke. Und jetzt achtet jeder drauf, wenn ich bei Rewe an der Kasse stehe, den sie. Ah, guck mal, da sind sie, die angemalten Hängerchen. Das mache ich eigentlich fast nie am Tag. Nur wenn man abends mal was Schönes vorhat. So, am Tag mache ich das nicht, da hängt es. Ist eben so. Und für die Arbeit auch nicht. Da mache ich, für die Arbeit mache ich kein Contouring. Ne, das ist jetzt nur mal so, um wegzugehen. So sieht das dann aus. Ist krass, aber ist ja auch dunkel, wenn man tanzen geht. So, dann nehme ich meinen riesen Puschelpinsel. Der ist total weich und ich liebe den über alles. Und das war auch ein Tipp vom Make-up Coach. Und ich nehme wieder ihre Palette, der Sonnenkuss Mix. Das muss ich sagen. Dieser Rouge, dieses Rouge hält den ganzen Tag fast. Wirklich. Muss ich schon wieder weiterempfehlen. Hält den ganzen Tag. Ekelhaft, wie gut das ist. So. Jetzt wollen wir ja weggehen. Jetzt wollen wir mal so einen Diven-Rouge. Obwohl. So. Ich mache sowieso immer so kreuz und quer. So. Na, 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 na. So. Braun, hell, egal. Was ihr mögt, was eure Farben sind. Was Frisches, was Braunes. Glow ist auch immer toll. So, und dann puschel ich das auf, also ich nenne das mal puscheln jetzt. Ich tupfe das so rauf. So. Und jetzt habt ihr von Weitem. Sieht auch gut aus, ne? Und jetzt könnte man, wenn man wollte, hier noch einen Highlighter draufsetzen. Das mache ich aber nicht und das zeige ich auch nicht. Das will ich nicht. Das mag ich nicht. Das betont meine Falten. Ich habe nämlich hier schon so eine Rosette. So ein Fächer von Falten. Und wenn ich jetzt hier so ein Highlight darauf mache, dann sieht man leider die Falten. Ne? Weil das Schimmer ist. Glitzer wäre toll. Glitzer würde ich mir hier drauf machen. Das würde ich machen. Das ist ja richtig toll. Ich habe doch von Make-up Coach diesen Sternenstaub bekommen. Aber den habe ich Der ist hier nicht. Den würde ich ja gerne mal ausprobieren. Oh, schade. Das hätte ich so gerne ausprobiert. Schade, diesen Glitzer. Also wenn ihr Glitzer habt, wenn
Nee, keiner müsste den bestellen. Bei Make-up Coach. Ganz toll. In verschiedenen Glitzertönen. Oh, so toll. Schade, warum habe ich das jetzt hier nicht? Das ärgert mich. Das wäre so toll gewesen. Also dann hier so Glitzer drauf machen. Das sieht doch total toll aus. Warum habe ich das denn jetzt nicht hier? Wo habe ich denn das? Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es Tatsache im anderen Badezimmer, aber da mag ich immer nicht hingehen, weil da die Kinder immer sind. Hier habe ich meine Ruhe. So, na gut, schade, ist so, muss ich jetzt mit leben. Also sonst hier gerne Glitzer. Und dann können wir nochmal so richtig schön. Das ist gemein. Das war ich nicht. Das war meine kleine Tochter. Aber ich habe ja einen Anspitzer hier, Gott sei Dank. Also mit Mädchen muss man echt aufpassen, alles verstecken. So, ist er schnell angespitzt. So. Jetzt male ich ein bisschen die Konturen nach. Auch wieder ein Trick. Um Lippen größer wirken zu lassen. Toll, ne? So einfach, wenn man diese Tricks kennt, ne? Und ich gebe die jetzt weiter und jetzt werden alle Frauen schön. Ich bin nicht mehr die einzigste Schöne. Gar nicht eingebildet. So. Ja. Das sieht so toll aus. Und wenn ihr jetzt noch einen weißen habt, könnte man mit einem weißen Kajal auch nochmal. Ich nehme jetzt den Rest Lidschatten. Man wird nicht so genau, ne? Also, wenn ihr einen weißen Lidschatten habt, noch ein bisschen sieht man, dann kann man hier so da oben dieses Herzchen weiß nachmalen. Dann wirken die Lippen optisch voller. Voller. Und hier auch. So ein Trick. Aha, doch sieht man. Ja, seht ihr das? Hier ein bisschen. Man denkt immer, das sehen die Leute, das sehen die aber nicht. So. Wirk voller. Und dann. Oh, ich habe hier gerade, das habe ich, sehe ich gerade. Oh, richtig krassen Lidsch. Lidschatten. Lidschatten, wendet ihr das aufs Auge. Lippenstift. Mach ich den jetzt drauf? Oh Gott. Ich tupf nur. Oh nee, der ist so krass, da sieht man ja nichts mehr. Naja, man kann ja auch mischen. Ach nee, der ist so. Also wenn ich den drauf mache, das erschlägt gegen. Nein.